650 Euro, so groß sind bundesweit die Preisunterschiede beim Führerschein. Die Arbeiterkammer kritisiert in einer aktuellen Studie den Preisdschungel der Fahrschulen. So viel lässt sich aber sagen, teures Niederösterreich und Vorarlberg, günstiges Wien. Den Führerschein zum Fixpreis gibt es nicht. Je nach Können der Fahrschüler wird es unterschiedlich teuer. Ich schätze an die 2000 Euro. 1400 maximal. Unter 1500 werde ich nicht wegkommen. Das Gesetz schreibt 12 Fahrstunden vor. Die meisten Fahrschüler kommen damit aber nicht aus, bestätigen Fahrlehrer. Circa um die 30 Stunden ist eine realistische Zahl. Alles andere ist also Versuch mit Glück. Die individuellen Unterschiede bei den Fahrstunden machen den Preisvergleich kaum möglich. Die Arbeiterkammer kritisiert, dass Preise und die Leistungen nicht vergleichbar sind. Der Gesetzgeber sollte wirklich eine fixe Stundenanzahl festlegen. Preisunterschiede von bis zu 650 Euro sollten damit der Vergangenheit angehören, so die Arbeiterkammer.